Kilometer bis Frankreich. Voilà, au revoir, Rheinland-Pfalz. Jetzt sind wir schon in Frankreich, erkennbar an den anderen Stöpseln da an der Straße. Limit. Jetzt kommt auch das Schild. Et voilà. Waldsprung. Zu verkaufen, aber entre. Immer noch. Ja, immer noch. Es lebe die Zweisprachigkeit. Vorbei. Genau, da fahren wir wieder runter Richtung Burg, die man kaum sieht. Das ist ein herrlicher Winkel da. Und retour à l'Allemagne. Da vorne ist ja das Haus mit dem Datenschild zu verkaufen, aber entre. Also umgekehrt. Das da.
Fläschchen aufbekommen. Oh, wow, Waldsprung. Okay. Okay. Ich auch? Ja. Soll ich winken? Wink ruhig. Thank you.
Der Zwölf-Apostel-Stein, auch Breitenstein genannt, ist ein christianisierter Menhir. Am Fuß des 4,40 Meter hohen Monolithen haben bereits die Druiden, die Priester der Gallier, das Volk zu rituellen Festen versammelt. Sie sollen von hier aus auch astronomische Beobachtungen gemacht haben. Zur Zeit der Sommersonnenwende geht die Sonne genau hinter dem Stein auf. So konnte damals der Wechsel der Jahreszeiten bestimmt werden. Bereits bei den Kelten war der Stein ein Grenzstein und kennzeichnete die Grenze zwischen Mediomatrikern und Tribokern. Im Mittelalter markierte er die Grenze zwischen dem Herzogtum Lothringen und dem Gebiet der Grafen von Hanau-Lichtenberg. Und noch heute markiert er die Grenze zwischen Lothringen und dem Elsass. Erst 1787 wurde der uralte Menhir an seiner Spitze zu einem Kreuz umgestaltet. Schon wenige Jahre später wurden während der Französischen Revolution, wahrscheinlich 1794, die Köpfe der beiden Assistenzfiguren abgeschlagen. An der Spitze des Kreuzes befand sich damals oberhalb der Taube wahrscheinlich noch eine weitere Figur. Eine im westpfälzischen und elsässisch-lothringischen Grenzraum beliebte Darstellung der Trinität Gottes als Vater, Sohn und Heiligen Geist. Die an der Spitze des Kreuzes angebrachte Figur des Gottvaters wird im Elsass Dieu de Tonnerre oder Bumba-Hannes genannt. Natürlich ranken sich um einen solchen mythischen Stein viele Sagen und Legenden. So soll unter dem Stein ein berühmter heidnischer Feldherr ruhen. Der hielt mit dem Einbruch der Nacht mit seinen Soldaten Paraden ab. Dadurch war es unmöglich, bei Nacht den Breitenstein zu passieren. Pferde scheuten und warfen ihre Reiter ab, Zugtiere gingen keinen Schritt mehr weiter. Thank you.
Also ich gedacht, die sind in Frankreich, da rede ich nichts. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo.